Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Die letzte Vorbereitung, danach gehen wir morgen rein ins neue Event. 19 Uhr kommt ja dann das Video, also gegen 8:30 dann um die Uhrzeit wie heute. Aber dann haben wir das Event ja schon draußen. Plus, Mama hat morgen Geburtstag, Freunde, deswegen muss ich schauen, wie ich das Video machen werde. Es wird auf jeden Fall ein Video kommen, bin aber halt auch morgen mit Familie. Deswegen, also keine Sorge, Video kommt, aber vielleicht ein paar Minuten verspätet, so gegen 8:30, 9 Uhr morgen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach mal rein. Lasst wie immer gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Danke euch für euren Support. Und zwar habe ich mein Team verkauft, einfach weil ich da ein wenig was umbauen werde. Ich habe meinen Yor und Leo halt verkauft, weil ich halt da etwas umbauen wollte. Akanji ist UV weggegangen für 4600. Das war nochmal mehr UV, weil ich habe ihn mit einem Anchor Chemistry Style, glaube ich, oder Sentinel oder so, gekauft. Für 300 Coins mehr, lass es 1100 sein. Und dann habe ich einen UV draufgestellt, hat sich jetzt auch für 4600 verkauft. Dann die 80er, also dass ihr wisst, das funktioniert auch sehr gut. Ihr holt Verteidiger, gibt den Defensiv-Chemistry-Styles und stellt sie überteuert drauf. Oder Offensivspieler mit Offensiv-Chemistry-Styles, das funktioniert immer noch beides sehr gut. Dann gibt es ja diese 80er-Rating-Methode mit den drei Spielern. Da erbietet ihr euch 80er-Rating-Spieler für maximal 350. Stellt sie so für das Doppelte rein, verkaufen sich auch sehr, sehr gut, weil halt das Rating nochmal attraktiver ist. Und achtet hier ein wenig drauf, dass die Nation und die Liga stimmt. Ansonsten würde ich sagen, blende ich euch im Hintergrund alle Leaks jetzt mal ein, weil wir haben extrem viele Leaks. Ich würde euch am liebsten so Team 1 vorstellen. Aber bis dato, wo ich hier das Video aufnehme, haben wir noch kein richtiges so, ey, das ist Team 1. Sondern wir haben extrem viele Leaks. Wir wissen, dass halt zwei Teams kommen werden. Und während ich hier gerade rede, werdet ihr im Hintergrund gerade einige Leaks, die wir haben, sehen. Ich kann vorab sagen, Declan Rice von Arsenal ist eine SBC-Karte. Und Rodrigo von Real Madrid ist eine SBC-Karte. Und da sagen wir euch Trader, oder sage ich euch auch vor allem, ihr in jedem Video investiert hier ein Rating, investiert da ein Rating, weil es wird jetzt immer mehr Futter-Content kommen. Die Hero SBC ist ja auch geleakt, die kann heute erscheinen, die kann aber auch dann spätestens bis Sonntag, Montag sollte sie, denke ich mal, erscheinen. Wir werden mit dem Futter auf jeden Fall unsere Coins machen. Ich habe auch heute wieder Easy Investments für euch mit, gehen wir auch gleich drauf ein. Das ist schon, das habe ich gestern im Video, ging es ja darum, das sind viel zu krasse Karten, die da rauskommen. Ich bin gespannt, ob sie überhaupt jemand zieht oder ob sie halt unbezahlbar werden, weil sie halt kein Mensch gefühlt zieht. Aber okay, gehen wir erstmal auf den Markt drauf ein. Der Markt ist heute gut angestiegen. Wenn wir hier mal unter beliebt gehen, können wir uns mal ein paar Spieler anschauen. Griezmann zum Beispiel. Gehen wir mal unter einem Leao, einen Son, Llorente von mir aus. Wir sehen hier plus 6k, Leao plus 6k, Son plus 3k, Llorente plus 1005, Rodrigo plus 3, Varane plus 6. Auf dem Discord kamen heute Morgen die Flips, bedeutet heute Morgen zu den Rewards hatten wir einige Einbrüche. Da konnte man die Karten sehr gut kaufen. Ich blende euch auch hier nochmal ein, zwei Screenshots aus dem Discord ein. Da konnte man heute Morgen sehr gut die Spieler flippen und jetzt mit Gewinn teilweise sehr gut verkaufen. Was heißt sehr gut, aber also den einen sehr gut, den einen ganz gut mit Gewinn verkaufen. Man hat auf jeden Fall Gewinn mitmachen können, weil die Leute jetzt auch in Division Rivals nicht mehr Rang 7, Rang 8 chillen, sondern teilweise Rang 4, Rang 3, Rang 2. Sehr gute Spieler, vielleicht sogar 1 oder Elite Division. Eure Aufgabe heute im Video, in die Kommentare, welche Division seid ihr? Ich chill in Division 4, muss aber sagen, ich zock halt kaum. Also gerade mit Division und so. Ich habe ein Billo-Team, Freunde, weil ich halt wirklich irgendwie dieses Jahr nur Bock habe. Also ich zock auch, ich habe letzte Wicked League 16 Siege geholt, war super, mit so einem RTG-Team und ich bin ja auch Full RTG, das ist ja auch da Bescheid fürs an die neuen. Ich sag mal Billo-Team und deswegen habe ich nicht so Bock auf Gameplay und mache halt immer nur diese 8 Siege voll, deswegen chill ich gerade in Division 8. Ich habe gestern zum Beispiel 8 Spiele alle direkt gewonnen und war dann direkt Division 4 und habe heute mir die Rewards abgeholt. Die werden wir aber morgen im Video öffnen. Ich werde alles für morgen aufbewahren. Weekendly Quali-Packs, die werde ich heute noch zocken. Dann haben wir Division Rivals Rewards plus auch die Top-Partien, die heute kommen. Und morgen dann in dem Video ein dickes Pack-Opening. Vielleicht ziehen wir irgendeine Trailblazers-Karte. Das meine ich jetzt. Gerade so ein Billo-Untrade-Team. Den hatten wir zum Release gezogen aus Hybrid Nation, glaube ich. Und ansonsten ist hier nicht viel. Also ich spiele einfach so mit dem Team ganz entspannt. Ich will mir jetzt noch Politano mitnehmen. Die Lorenzo erscheint ja, dann hole ich mir rechts die Lorenzo und habe halt auch Politano über die Außen. Finde ich ganz cool, so ein paar Spieler mal auszuprobieren. Vor allem Napoli-Spieler bin ich immer dabei. Aber ja, wer sich die Spieler geholt hat, ich würde mich heute noch von den Goldkarten teilweise trennen. Es gibt Ausnahmen. Welche Ausnahmen meine ich? Es gibt Beispiel ein Theo Hernandez, wenn wir den mal vielleicht hier finden, richtig. Hier würde ich sagen, es kommt halt die Leao SBC und da könnte ein Theo Hernandez nochmal interessant werden, wenn Leaos Preis aber auch attraktiv wird, dass ein Leao jetzt gar nicht vielleicht so krass einbricht. Das sind dann, wie gesagt, so Ausnahmen. Oder die zweite Ausnahme, einige gute Goldkarten wie ein Griezmann, der auch gerade hier unter Top 4 ist, bekommt morgen eine Trailblazers-Karte und wird somit erstmal out of packs gehen. Es kann sein, müssen wir gleich um 19 Uhr abwarten, was für ein Content kommt in 40 Minuten, dass der heute nochmal ein Stück droppen wird, morgen nochmal ein Stück, aber ich glaube, den sehen wir jetzt nicht irgendwie
am Sonntag oder so bei 60k, 70k. Das sind so Karten, die etwas preisstabiler, glaube ich mal, sein werden. Die sind heute, seit heute Morgen alle ganz gut angestiegen. Die Leute haben sich jetzt ihr Team gebaut mit den Division Rivals Rewards wahrscheinlich und sind dann, sage ich mal, gut bewappnet für die Weekend League. Aber morgen Abend, erinnert euch an letzte Woche, Freitagabend auf Samstag hatten wir totale Einbrüche. Da habe ich Samstag das Video hochgeladen. Erster Mark Crash in FIFA und ich habe keine Ahnung, wie es diese Woche aussieht. Wir bekommen ja heute noch die Preseason-Packs angeblich, auch wenn ich gerade keine Ahnung habe, wo die sind, ob sie um 19 Uhr kommt oder wann sie kommen sollen. Standpunkt jetzt haben wir sie auf jeden Fall noch nicht bekommen. Auf jeden Fall, das sind so, wie gesagt, Ausnahmen. Aber ansonsten, es gibt einige Karten, wie zum Beispiel halt auch ein Rodrigo, der jetzt in SBC kommt. Der geht ja nicht out of Packs, der bekommt ja nur eine SBC. Kann aber auch sein, dass er erst die SBC nächste Woche bekommt zum zweiten Team. Aber das sind so Karten, die ich dann halt eher einbrechen sehe, muss ich ehrlich sagen. Klar, ist immer noch eine super Karte, aber hier kann ich mir echt so 60.000 oder so vorstellen, dass die Karten hier nochmal alle ein Stück fallen werden. Ich würde mich allgemein einfach aus Trading-Sicht vielleicht von einigen Goldkarten erstmal trennen, weil ich glaube mal oder bin mir sicher, dass die jetzt Richtung Wochenende gut droppen werden. So Road to the Knockout-Stage-Karten, die können mal fallen, aber die regenerieren sich immer wieder, weil wir dürfen nicht vergessen, das habe ich auch gestern groß im Video angesprochen, hier ist wieder Champions-League-Spieltag und umso mehr Nächte vergehen, umso interessanter werden genau diese Karten hier. Diese Karten und hier die Team 1 Karten und deswegen, dann habt ihr mal, keine Ahnung, gebt mir mal ein Beispiel, jetzt ein Bono Gold für 395, dann lass ihn mal auf 380 droppen die nächsten Tage, aber er wird doch dann heute in der Woche wahrscheinlich wieder 20.000, 30.000 teurer sein, als er dann jetzt am Wochenende ist. Dafür gebe ich euch wahrscheinlich die Investment Samstag mit, spätestens Samstag oder morgen, mal gucken, eins von beiden, wir müssen gucken, wie die sich bis morgen verhalten werden. Ich würde jetzt noch nicht dick rein investieren, ich sage euch auf jeden Fall noch Bescheid. Das aber mal kurz dazu, wie ich den Markt sehe. Goldkarten werden droppen. Road to the Knockout Stage Karten sind halt Live-Karten, die bleiben interessant. Kann sein, dass sie ein Stück fallen, werden aber relativ schnell wieder rebounden. Team of the Week Karten Investments einkaufen, so ein 87er Milinkovic zum Beispiel, Romero, Aubameyang und wie sie alle heißen. Die investieren, also da investieren wir, da habe ich am Montag, kann ich euch mein Video empfehlen, die Trade, das habe ich hochgeladen, Trading Kalender oder sowas in die Richtung hieß das Video. Da habe ich euch erzählt, wann welche Karten droppen, wann welche Karten steigen, wann der Markt am höchsten ist, wann der Markt am tiefsten ist. Und in dem Video habe ich gesagt, Freitag, Samstag ist der Markt so am tiefsten und Samstag ist der perfekte Moment, um in Team of the Week Karten zu investieren. Dazu kommen wir dann halt auch Samstag zu sprechen, das mal kurz auch dazu. Also wenn ihr mir jetzt sagt, ey Robby, ich will mir, keine Ahnung, hier ein Valverde für mein Main Team holen, dann würde ich sagen, warte noch, Bro. Der wird noch ein Stück droppen, hier würde ich auf jeden Fall noch halten oder noch warten, besser gesagt, und da noch den besseren Einkaufszeitpunkt zu erwischen. Aber okay, das kurz zu den Goldkarten, wie die sich verhalten werden, das ist so meine Prediction. Meine Theorie. Gerne aber auch immer eure Meinung reinschreiben, Freunde. Ich bin hier nicht, keine Ahnung, weil ich jetzt hier der YouTuber bin. Der Profi-Trader. Ich sag mal, habt gute Erfahrungen gemacht, trade jetzt und macht das Ganze hier seit über 5 Jahren. Aber ihr könnt immer gerne eure Meinung einfach in die Kommentare teilen. Dafür ist es ja auch da. Schreibt's rein, ich lese mir immer abends sowieso alles im Bett durch. Und nehmt mir auch da sehr, sehr gerne viel Inspiration mit. Deswegen immer gerne reinschreiben, wie ihr das seht. Ansonsten würde ich sagen, warten wir mal auf 19 Uhr. Hoffen, die Preseason-Packs kommen. Und schauen uns natürlich allgemein den Content an. Vielleicht droppt ihr heute die Hero SBC. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht dran glaube. 19 Uhr, Freunde, wir lassen uns nicht spoilern. Wir gehen zusammen rein und schauen mal, ob EA Sports irgendwas gegönnt hat oder nicht. Es ist die Hero Panic, Freunde. Ist es die Hero Panic oder nicht? Hallo, EA. Okay, wir sind drin, wir sind drin. Wir haben nichts gesagt. Zeig mal her, haben wir was bekommen? Top-Partien ist gekommen. Gucken wir uns sofort an. Dynamische Duo hatten wir gestern schon. Ich glaube, die Hero SBC ist nicht gekommen. Ja, wir haben unsere Pre-Packs bekommen. Sie sind da, Freunde. Oh, was für Bretter. 82x10. 82x10. Hä, warum doppelt? 83x5. 83x5. 85x5. 85x5. Junge, Junge, Junge. Alter, die werde ich für morgen aufbewahren. Ich werde jetzt meine 85x5 Packs öffnen, weil es sollten eigentlich 84x5 Packs sein und er hat jeden 85x5 Packs gegeben. Also die Chance ist da, weil es einfach da falsch steht, dass sie uns eigentlich das Pack zurückerstattet bekommen. Oder dass wir es zurückerstattet bekommen. Ich schreibe auch Packs, die er hat statt ein 5x84 Plus Pack einfach ein 5x85 Plus Pack aus Versehen als Preseason Bonus gebracht. Anstatt also 5 Spieler 84 Plus haben sie 5 Spieler 85 Plus. Freunde, das nehme ich im Kauf. Das riskieren wir einmal zusammen. Komm, die beiden Packs öffnen wir. Bitte Van Dijk! Ey, Van Dijk wäre so krass gewesen. Den hätte ich so mitgenommen. 86 als Bester. Oh Mann, das ist hart. Kommt da noch irgendein Double Walkout rein? Ja, Müller? Ne, wer bist du?
Ruben Diaz, ah, der bekommt auch seine Trailblazers-Karte. Ah, schade, einen Tag später, aber okay, 89er Rating ist nochmal dann besser als 86er Rating. Vielleicht dahinter noch was, Dembélé, Barella, Dembélé sage ich schon, Klaus, wie komme ich auf Dembélé? Ich wollte sagen, bitte Dembélé. Dann war ich schon ein Satz weiter, Barella noch, okay, De Ligt kostet auch, glaube ich, gar nichts und Ruben Diaz sollte halt auch nur Futter wert sein. Aber okay, das meine ich, guck, wir haben 585 Plus-Spieler bekommen und dann gehen wir nochmal zusammen ins zweite Pack rein. Boom, komm ich schon. Bitte, irgendwas dickes EA. Oh, Frankreich ist immer krass. IV, Koundé. Hä, wer bist du? Ah, das ist Reynard oder so. Reynard. Und? Noch eine Frau Putellas. Nein. Bonmati, 90er Rating. Alter, Aitana Bonmati. Wow, okay. Hä, das ist doch voll krass. Die was wert, Freunde? Mein erster 90er Rating und wieder Klaus. Nkunku haben wir noch drin. Nkunku ist geil. Liegt auch so bei 40k. Aber Bonmati? Okay, ein Huni. In 160er kostet sie. Ey, 4,5, das Chat, das ist meine erste Frau. Meine erste 90, nicht meine erste Frau, mein erster 90-Plus-Spieler, das ist eine Frau. Hier haben wir nochmal Reinhard, Kroos, Klaus Back-to-Back, also Duplikat. Können wir irgendwo vielleicht ein SBC abgeben, müssen wir schauen. Aber mit dem Pack bin ich zufrieden. Klar, hätten wir morgen wahrscheinlich vielleicht eine Trailblazers drin gehabt, aber die Chance ist hoch, dass sie das Pack gleich wieder wegnimmt und sagt, ey, wir haben versehen, das Pack sollte nicht rauskommen, die ist 5x85, das stand ja auch nirgendwo, es sollte ja ein 4x85 werden. Und bevor sie uns das wegnehmen, nehme ich das Pack mit, dann vielleicht bekommen wir dann, also müsste eigentlich so sein, unser 5x84 Plus dann wieder. Also das bekommen wir dann zurückerstattet und hoffentlich bekomme ich dann das Pack, sage ich mal, wieder. Naja, Freunde, warten wir mal ab, was die EA Sports da macht. Ich habe sie einfach mal geöffnet, hier seht ihr das auch nochmal. Du hast in der Preseason Ultimate Team Join the Club Aufgabe 2 abgeschlossen und folgenden Bonus erhalten. 82x10. Haben wir auch bekommen, öffnen wir morgen. Habe ich sogar zweimal bekommen. Dann hier 83x5. Und 84x5, aber die 84x5 ist gar nicht da. Also es ist ja das 85x5 geworden. Da haben die sich irgendwie vertan. Und deswegen sollten wir das 84x5 eigentlich dann nochmal zurückerstattet bekommen. Selbst aber wenn nicht, ich beschwere mich nicht, weil bevor sie das rausnehmen, haben wir nochmal ein besseres Pack bekommen. Hier seht ihr das, 82x10 haben wir bekommen. 83x5 haben wir auch bekommen. Und dann kein 84x5, sondern 85x5. Deswegen, dass ihr euch fragt, warum ich die geöffnet habe, ne? Die Chance ist hoch, dass wir vielleicht da irgendwie eine Erstattung bekommen und dann doch unsere 84x5 Packs wiederbekommen. Und die Chance auch hoch, dass ihr die 85x5 rausnimmt gleich und irgendwie postet, ey, wir haben Fehler gemacht, wir haben die Packs erstmal wieder rausgenommen. Deswegen habe ich sicherheitshalber die Packs erstmal geöffnet. Ansonsten habe ich hier nochmal 3 Investments für euch mitgenommen, die ihr auf jeden Fall tätigen könnt. Wir haben einmal hier Porto. Sie spielen jetzt, die Mannschaften spielen jetzt Back-to-Back gegen die anderen Gegner, sage ich mal. Und Porto spielt gegen Antwerp. Wir spielen sie Back-to-Back gegen Antwerp. Wenn sie 2 Wins holen, haben wir hier ein Upgrade von einem, also wegen einem Doppelsieg. Sollte oder könnte Porto auf jeden Fall schaffen gegen Antwerpen. Plus, wenn sie dann weiterkommen, was halt dann sehr gut aussieht, wenn sie beide Spiele gewinnen, wäre Pepe eine 86er-Karte mit über 80 Pace. 90 Physis hat er jetzt schon, würde auf 94 Physis oder so gehen, Richtung 90 Defending. Bedeutet, ein Pepe würde auf jeden Fall über 20, 22, 25k ausbrechen. Hier würde ich sagen, 1k runter auf 17k und einfach einen Verein packen, habe ich mir heute auch sehr oft für 17 mitgenommen. Dann haben wir Mario Götze, den finde ich sehr interessant, weil die günstigste 88er-Karte liegt, glaube ich, bei 18k. Frankfurt spielt 2 Spiele hintereinander jetzt gegen Helsinki. Frankfurt traue ich das eigentlich zu. Und auch hier halten wir dann 89er Götze. Brauche ich mehr, also mehr brauche ich eigentlich gar nicht sagen, Freunde. Free Investment. Er braucht ja nur ein Upgrade, dann hat er ein 88er Rating. Wäre der günstigste 88er auf dem Markt mit 17.000. Ich habe mir den heute sogar für 15.000 gesniped innerhalb einer Minute. Ist nicht mal schwer, weil ich glaube, er ist sogar gerade noch in den Packs bis morgen. Und somit kann man den hier, seht ihr das, für 15.000 sogar noch günstig bekommen. Und dann habe ich noch eine Europa League Card für euch. Das ist Awa von Rom. Rom spielt jetzt gegen Slavia Prag. Back-to-back, wenn auch Rom, also die haben beide 0 Punkte, Rom braucht ja nur einen Win, dann sind die eigentlich schon weiter. Spielen sogar zu Hause, bekommen sie, oder holt dann auch noch 2 Siege. Sie spielen dann noch 2-mal gegen Slavia Prag und dann jeweils noch einmal gegen die beiden Kollegen hier. Also auch er sollte in Zukunft eine 88 haben und wäre mit 14.000, den kriegt er sogar unter 14.000 gesniped, extrem günstig als 88er für 14k. Denkt einfach an sein Zukunftsrating und auch hier könnt ihr locker, also wenn ihr die Coins habt, umso mehr ihr reinsteckt, umso mehr Gewinn macht ihr. Dasselbe wie bei Götze und wie bei Pepe. Das mal als Free Investment Tipps, die ich euch mitgeben will, zu dem Thema mit den Preseason Packs. Ob EA jetzt die Packs wieder entfernt oder nicht. Ich habe es einfach sicherheitshalber geöffnet. Haben wir halt heute ein bisschen Content gehabt. Mit der Pack-Ausbeute bin ich einigermaßen zufrieden. Und ob wir die Packs dann wiederbekommen oder nicht, ist eigentlich ein EA-Fehler. Müsste eine Kompensation geben. Aber okay, werden wir schauen. Hier steht sogar, wird die EA's löschen? Kompensation. Werden wir abwarten. Wenn ich da Infos habe,
Wir sehen ja gleich, ob wir irgendwas rausnehmen oder nicht. Werdet ihr es auf Instagram wie immer mitbekommen. Ansonsten lasst gerne ein Like da, Freunde. Lasst ein Abo da. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich habe extrem Bock auf dieses Pack-Opening morgen Abend. Ich habe Hoffnung, da endlich mal irgendwas zu packen. Ansonsten euch einen schönen Abend. Haut da rein und Peace. Straight, but guess, choking my neck like a neck brace, yeah.